Im Olympiastadion standen sich Eintracht Frankfurt und die Offenbacher Kickers im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gegenüber. Die Frankfurter hatten einen Blitzstart und erzielten schon in der ersten Minute das 1:0. Der Gegenschlag der Offenbacher ließ nicht auf sich warten. Diese Ecke brachte die Frankfurter zum zweiten Mal in Führung. Doch das Spiel der beiden hessischen Lokalrivalen war noch lange nicht entschieden. Wieder konnten die Offenbacher ausgleichen. In der zweiten Halbzeit stieg die Spannung im Stadion von Minute zu Minute. Welcher von diesen gleichwertig und meisterlich spielenden Mannschaften würde am Ende der Sieg zufallen? Aber auch die zweiten 45 Minuten brachten keine Entscheidung. Mit 2:2 musste man in die Verlängerung gehen. In der 92. Minute gab Schiedsrichter Asmussen dann einen Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Dem 3:2 folgte noch vor dem Wechsel das 4:2. Noch einmal versuchten die Offenbacher das Blatt zu wenden und verkürzten auf 4:3. Das letzte und entscheidende Tor für die Frankfurter zum 5:3 war zugleich das schönste. Endete die Fußballsaison 1958-59 mit einem Endspiel voller Dramatik und Höhepunkte, von dem man in Berlin noch lange sprechen wird. Die siegreiche Mannschaft aber hatte allen Grund, sich nicht nur in Berlin, sondern auch in ihrer Heimatstadt am Main feiern zu lassen. Denn zum ersten Mal geht der Titel eines deutschen Fußballmeisters an die Frankfurter Eintracht.